in einem Wald. Ach, viel Teufel. Das ist ja alles ganz schwammig. Du musst aufpassen. Das Moor hat so seine Tücken. Ja. Was, so eine Kuh, die kann doch hier gar nicht gehen. Deswegen schreit die wahrscheinlich. Eine schreiende Kuh. Da verarscht uns doch wer. Was? Staller zeigt nach vorn. Ich glaube, da war was. Hä? Ja, da hinten. Er geht weiter voran und versinkt mit einem Fuß knöcheltief im Morast. Was halt auf, Depp. Hubert steigt über die Stelle. Staller bleibt stehen und sieht sich um. Das gibt's doch nicht. Gott, hab ich gehört. Neben ihm steigen Luftblasen aus einer dunklen Wasserstelle. Ja, das sind so Gase. Wie in der Badewanne, wenn's so lange drin geblieben bist. Eine leblose Person taucht auf dem Bauch liegend aus dem Wasser auf. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert, dunkelblond, blaue Augen, braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller, dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girwitz, korpulent, graumeliertes Haar. Karin Thaler als Pathologin Dr. Anja Licht, klein und blond. Das Haus am Moor. Riedel spannt ein rot-weißes Absperrband um Baumstämme. Hinter ihm kniet Anja vor der Leiche, die rücklings auf einem Tuch liegt. Staller zu Hubert? Ja, wenn du so vom Weg abkommst. Mhm. Wie schaut's denn aus, Anja? Eine Frau? Mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Sag mal, Numerus Clausus hat's bei dir noch gar nicht gegeben, oder? Da kommt, da schüttet man einmal Wasser drüber, dann ist er weg, der Schmodder. Vergiss es. Der Dreck und Schlamm, das sind unter Umständen wichtige Spuren. Und die würde ich gerne in einer sterilen Umgebung untersuchen. Bei dir daheim oder in der Pathologie? Zwischen steril und aufgeräumt besteht ein Unterschied. War mir klar, dass du den nicht verstehst. Das ist ja nicht einmal knietief da. Die kann ja gar nicht eingesunken sein. Riedel steckfest. Da saugt sich die Kleidung voll. Dann kriegst du Panik, suchst irgendwo Halt und dann ziehst dich immer weiter in den Sumpf rein. Riedel versinkt bis zu den Knien. Hilfe! Die Kollegen sehen zu. Siehst du, das habe ich gemeint. Da ist ja nicht einmal die Hosen ganz nass. Ja, die saugt sich doch ganz schnell dann auf. Scheiße! Anja richtet sich auf. Also echt, ihr spinnt's doch. Riedel, warte, ich hole Abschleppseil. Riedel packt einen Ast. Danke! Im Revier zeigt Sonja Girwitz einen Aushang. Sehr schön, Freund, jetzt sehr, sehr schön. Dann wollen wir hoffen, dass die Jugendlichen die Freinacht nicht wieder als Freibrief für Sachbeschädigung und Vandalismus begreifen, nicht? Weil eigentlich ist es ja ein harmloser Brauch. Ja, wir brauchen ja keine Zustände wie zum 1. Mai in Berlin. Ja, ja. Also Riedel soll das überall aufhängen, besonders im Zentrum. Riedel kommt herein. Riedel? Zögernd kommt er in den Vorraum. Seine Jacke und sein Hemd sind schmutzig. Jawohl. So, wie laufen Sie rum? Ja, das kommt von den hektischen Bewegungen. Was reden Sie da? Ja, also, wenn man im Moor feststeckt, dann muss man zuallererst sich ganz flach auf den Boden legen und darf auf gar keinen Fall... Klar, klar. Also, wir haben die Kuh? Die Kuh nicht, aber Frau. Was für eine Frau? In der Pathologie gießt Anja mit einer Spritzflasche Wasser über den Kopf der Leiche. Staller durchsucht deren Kleidung. Besonders lang hat die da noch nicht gelingen. 1 bis 2 Wochen vielleicht, wobei der erste Eindruck auch täuschen kann. Naja, das ist bei Frauen öfter so. Es wird dir natürlich nichts sagen, aber die Zersetzung einer Leiche schreitet im Moor mangels Destruenten nicht in gewohnter Geschwindigkeit fort. Dann wäre das doch was für dich, so ein Moorbad. Ich meine, da könntest du den eigenen Verfall noch ein bisschen bremsen. Du bist sowas von armselig. Tina Meyer, 32. In dem Alter stirbt man doch nicht. Anscheinend schon. Ein Ausweis. Wohn auf den Wolfertshausen. Da hat sie aber einen weiten Spaziergang zum Moor gemacht. Den sie nicht allein gemacht hat. Anja zeigt auf Würgemale. Das war Mord. Am Hals der Toten. Erwürgt im Moor. In Girwitz' Büro. Ja, vielleicht ein Überfall, nicht? Die Frau wehrt sich und zack. Okay, die hat ja noch ihr ganzes Geld im Portemonnaie gehabt. Vielleicht ein Sexualdelikt? Nein. Na Gott, weiß auch nicht. Na, wie wär's mal mit was Konstruktivem? Ja, die Anja ist ja dran, aber diese Torf... Mose sind generell ermittlungshemmend. Sonja steht in der Tür. Wissen Sie, was ich als ermittlungshemmend empfinde? Ja. Die Tote war ledig. Gelernte Schneiderin, aber seit 5 Jahren arbeitslos. Angehörige? Ja, Eltern, die sind geschieden. Der Vater lebt in Berlin, die Mutter ist nach Italien ausgewandert. Danke, Frau Wirt. Ja. Sie geht. Haben Sie noch was zum Fall beizutragen?
Wenn nicht, könnten Sie nämlich mit Riegel die Aushänge... Wir wollten gerade zur Wohnung gefunden, der Leiche. Hubert und Staller eilen aus dem Büro. Ja. Der Streifenwagen parkt vor einem schmucklosen Mietshaus. In einem Wohnraum öffnet Hubert kurz einen Kühlschrank. Darin verschimmelter Käse. Am Kühlschrank das Foto einer Dunkelhaarigen mit einem weißen Fahrrad. Staller kommt hinter Hubert herein. Was ist denn? Von den Nachbarn hat keiner was gesehen oder gehört. Kein Besuch, nix. Und drüber, die haben nicht einmal gewusst, wer da wohnt. Typisch Mietskaserne. Hallo, Anja? Hubert stolpert über Milchpackungen. Ich bin gerade bei den Schuhsohlen. So. Arbeitest dich von unten nach oben, oder? Katzenhaare, Geflügelfutter und Ziegenborsten. Was? Das hat in den Rillen geklebt. Was machen denn die ganzen Viecher im Moor? Na eben nix, die Erde stammt nicht aus dem Moor. Sie ist weniger torfhaltig. Moore haben eine Torfauflage von mindestens... Ja, danke, Anja. Wütend wirft Anja ihr Handy... Was? Auf eine Ablage. Die sind nicht freiwillig ins Moor. Die haben es da versenkt. Ja, aber dann könnte der Tatort überall sein. Ja, überall da, wo Hühner, Ziegen und Katzen sind. Im Tierpark. Oder auf dem Bauernhof. Im Revier hängt eine Landkarte. Also das da sind die Höfe, die in der Nähe vom Moor liegen. Ah, das sind alle? Ja, da haben wir Glück, weil das ist ein Naturschutzgebiet. Ja, jetzt müssen wir bloß noch den Hof finden, wo es Ziegen, Katzen und Hühner gibt. Ja, das ist eine Sache von Stunden. Ich habe gerade einen Jogger angerufen, der meinte, er hat letzte Woche im Wald ein Darmrad liegen sehen in der Nähe vom Moor. War das zufälligerweise weiß? Ja. Aber wieso, Moment, das ist ja total wichtig. Wieso kommt denn der mit sowas erst jetzt daher? Ja? Na, der hat sich am Anfang natürlich nichts dabei gedacht, erst als er von der Toten in der Zeitung gelesen hat. Sonja klebt einen Pfeil auf die Karte. Was ist das jetzt? Da liegt das Fahrrad. Ja, da liegt das Fahrrad. Staller nähert sein Gesicht dem Pfeil und starrt darauf. In einem Wald. Am Rand einer Allee bückt sich Staller zu dem weißen Fahrrad, das hinter einigen Baumstämmen liegt. Schau hier, das ist genau das Radl. Hubert betrachtet das Foto. Und wieso hat es einfach da hingeschmissen? Vielleicht hat es ihr nicht mehr gefallen. Er steckt es ein. Und deshalb ist dann ins Moor gegangen. Ach, es wird eine lange Ermittlung. Hubert zieht zur Seite. Was ist denn das da hinten? Ja, ein Bauernhof. Die Polizisten nähern sich dem Eingang eines Gehöfts. Siehst du es? Katzen, Ziegen, Hühner, ist ja alles da von der hier im Schuh. Na, vielleicht sollte man lieber eine Bodenprobe nehmen. Ich habe gar kein steriles Tütchen dabei. Ist ja nur Dreck, da brauchen wir nichts Steriles. Verstohlen schaut eine Blonde aus einem Fenster herab. Vor einer Haustür hebt Staller einen schmutzigen Gummistiefel hoch. Er bemerkt neben sich eine Alte. Alles drum, was wir brauchen. Gottes Willen. Mit schiefem Mund. Da kriegt man einen Herzinfarkt. Entschuldigen Sie. Ein großer Mann. Meine Stiefmutter hatte vor 5 Jahren einen Schlaganfall. Haben Sie das gesehen? Ja, ist aber leider nicht sehr gut verheilt. Sie war dabei schwer gestürzt. Das hat Spuren hinterlassen. Nicht wahr, Helmine? Die schreibt Lügner auf eine kleine Schiefertafel und dreht sie den Ermittlern zu. Im Haus. An einem Tisch schlitzt ein Weißhaariger einem toten Hasen den Bauch auf. Der Große führt die Polizisten herein. Wir haben Besuch, Vater. Der Weißhaarige dreht sich zu ihnen. Aha. Ja, ist was passiert? Ja. Helmine setzt sich auf eine Eckbank. Sagen Sie mal, wie viele Leute wohnen jetzt da? Ja, ich wohne mit meiner Frau und meiner Tochter oben im ersten Stock. Mein Vater und Helmine hier unten, damit sie keine Treppen steigen müssen. Ihre Frau und ihre Tochter, könnten Sie die bitte mal holen? Meiner Schwiegertochter geht's nicht so gut. Der Herr Doktor ist gerade bei ihr. Und schon wieder auf den Sprung. Wie geht's meiner Frau, Herr Doktor? Das ist nichts Ernstes. Ruhe ist jetzt das Wichtigste. Ist was passiert? Naja, das betrifft eigentlich bloß die Herrschaften, die hier wohnen. Ah, verstehe. Rufen Sie an, falls noch was sein sollte. Wiederschauen. Wiederschauen. Hubert zeigt. Ja, sagen Sie uns jetzt endlich, worum es hier geht. Das Foto. Der Kollege und ich, wir würden gern von Ihnen wissen, wer die junge Dame da umgebracht hat. Was soll denn diese Unterstellung? Das ist keine Unterstellung. Alle Indizien weisen darauf hin, dass die da am Hof umgebracht worden ist. Helmine schreibt. Was für Indizien? Also hören Sie mal, Sie schleichen am Hof umeinander, belästigen meine Familie und Sie wollen meinen Stiefel noch mitnehmen. Ja, glauben Sie, ich habe das nicht bemerkt. Helmine dreht die Tafel um. Eheprobleme haben Sie nicht, oder? Darauf steht Mörder. Helmine blickt finster zu ihrem Mann und wischt das Wort weg. Vor dem Revier drei etwa 10-jährige Buben.
Einer zündet ein gefülltes Tütchen am Boden an, ein anderer klingelt an der Eingangstür. Die Buben rennen weg. Sonja und Girwitz kommen heraus. Das ist kein Spaß mehr! Das ist gefährliche Brandstiftung! Girwitz tritt auf das glimmende Tütchen. Ach du Sch... Bring Glück. Ein brauner Bart quillt heraus. Er klebt an Girwitz' Schuhsohle. Ach. Den Fuß auf der Ferse humpelt der Polizeirat ins Revier. Haben Sie gemerkt, wie die aussehen? Waren Kinder. Als ich ein Kind war, hatte ich Respekt vor der Polizei. Helfen Sie mir mal nach hinten. Sonja stützt ihren Chef am Arm. Sie gehen an der Tür zum Dienstzimmer vorbei. Was ist das für ein grässliches Geräusch? Girwitz humpelt hinein. Was ist denn hier los? Helmine sitzt neben Stallers Schreibtisch. Was ist mit der Frau? Schlaganfall. Hä? Die, Schlaganfall. Ach so. Was ist mit ihrem Fuß? Ach, das waren nur Kinder. Was? Kacke. Und was gibt das hier? Helmine zeigt ihre Tafel. 1969, da haben sie ihren Mann kennengelernt. Ja und? Der Mordfall Tina Meyer steht kurz vor der Aufklärung. Ach so, und sie ist die Täterin? Na, sie ist die Kronzeugin. Der Mann ist wahrscheinlich der Ehemann, der hockt im Verhörraum. Auf Hermines Tafel ist jetzt und das? Ein Quadrat. Aha, ein Müsli-Riegel. Also, Kommunikation ist ein bisschen schwierig. Lass es mich mal. Girwitz setzt sich. Also, Frau, Weiß. Weiß, Frau Weiß, Sie haben gesehen, wie Ihr Mann, diese Tina Meyer, Wie hat er sie gleich? Erwürgt. Erwürgt hat, hä? Helmine zeichnet. Zufrieden nickt Girwitz Hubert zu. Die alte Frau dreht die Tafel um. Was soll das sein? Das ist ein Galgen. Super, Sonja. Galgen erwürgt, da sind Sie ganz nah dran, Herr Girwitz. Ja, man muss nur richtig fragen. Hä? Helmine wischt die Tafel ab und spuckt in Girwitz Richtung. Ja. Im Verhörraum. Und wo im Moor wurde die Leiche gefunden? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Ihnen das wegen der laufenden Ermittlungen sagen darf. Also die Kollegen sind wegen einer Kuh ins Moor gefahren. Kuh? Ja, Spaziergänger, will die da draußen gehört haben. Was ist daran jetzt so komisch? Sie haben ja noch nie was von der Mooskuh gehört. Von was? Die Mooskuh hat mit ihrem Ruf schon viele Bauern ins nasse Grab gelockt. Die armen Teufel haben gedacht, eines ihrer Tiere steckt fest. Und im nächsten Augenblick, schwupp, waren sie selbst gefangen. Der Todeskampf, der hat oft Tage gedauert. Das sind doch Schauermärchen. Girwitz kommt herein. Riedel, die Hundescheiße muss weg. Was, wo denn? Ja, draußen vor der Tür. Er setzt sich auf Riedels Platz. Hubert und Staller bleiben hinter ihm stehen. Ja. Herr Weiß, das Fahrrad der Ermordeten wurde direkt an der Zufahrt zu ihrem Hof gefunden. Und die Erde unter den Schuhsohlen der Toten wird zwar noch im Labor untersucht, aber sie stammt mit ziemlicher Sicherheit von ihrem Hof. Außerdem belastet ihre Ehefrau sie schwer. Möchten Sie dazu irgendwas sagen? Ja, mein Hof ist ja nicht umzäunt. Jeder kann dorthin. Und was meine Frau angeht, Sie wissen es vielleicht noch nicht, ne? Aber durch den Schlaganfall ist meine Frau, ne? Er wedelt mit der Hand vor dem Gesicht. Sie wissen, was das heißt, wenn wir unter Ihren Stiefeln eine Torf aus dem Moor finden? Das halte ich sogar für sehr wahrscheinlich, ne? Ich organisiere seit Jahren Wanderungen durch das Moor. Ich bringe den Menschen die Landschaft und die Geschichte näher. Es vergeht ja kaum ein Tag, wo ich nicht dort bin. Hm? Da haben wir es doch. Wenn Sie sich so gut auskennen im Moor, dann ist ja das ganz logisch, dass Sie da Ihre Leiche verschwinden lassen. Wenn ich eine Leiche im Moor versenke, dann sicher nicht so, dass sie nach ein paar Wochen wieder auftaucht. Ja. Anja ist am Telefon. In der Pathologie. Die Frau ist seit circa 8 Tagen tot und die Erde aus dem Profil ihrer Schuhe stimmt mit der Probe vom Hof überein. Ich verstehe. Und das heißt? Das heißt, wir können mit 99%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Opfer vor seinem Tod auf dem Hof der Familie Weiß war. Im Vorraum. Ja, dann danke ich erstmal für die klaren Worte, Frau Doktor. Hm? Moment, da ist noch was. Ich weiß allerdings nicht, was ich davon halten soll. Und das wäre?
Hat die Ermordete allein gelebt? Ja, hat sie. Sie muss vor wenigen Monaten ein Kind auf die Welt gebracht haben. Was? Hubert nimmt den Hörer. Sag mal, bist du sicher? Freilich bin ich mir sicher. Es gibt eine Reihe von Merkmalen am Körper einer Frau, die sich erst über Wochen und Monate nach der Geburt zurückbilden. Okay, danke. Der Prolaktin spielt. Sie waren in der Wohnung und haben nicht gemerkt, dass da eine junge Mutter gelebt hat? Ja, was hätte man da finden sollen? Ein Schnuller? Oder ein Strampelanzug? Raus, und zwar Dalli. Machen Sie Ihre Arbeit. Die Polizisten gehen. Was machen wir denn jetzt mit dem Ehepaar Weiß? Die fahren sie am besten nach Hause. Wir können den Mann ja nicht aufgrund der Aussage seiner kranken Frau hier behalten, nicht? Ja? Sonja streckt die Hand aus. Girwitz holt seinen Schlüsselbund aus der Hose und reicht ihn ihr. Der Streifenwagen hält vor dem Mietshaus. Daneben ist ein parkender Kleinwagen mit Klopapier bedeckt. Die Scheiben sind mit einer rosa Paste beschmiert. Die Polizisten steigen aus. Klopapier. Und Sie, wir haben als Kinder in die Autos reingeschissen. Erdbeerzahncreme, die kleine Märchen. Kinderzahnpasta. Ja, was für Kinder gut ist, das kann ja für mich nicht schlecht sein. Ja, ist aber eher für Milchzähne. Sie entfernen sich. Hinter dem Wagen kommen die Buben hervor. Du bist ein kleiner Fratz, den hätte doch mit Sicherheit die ganze Nachbarschaft gehört. In Tinas Wohnung. Kein Strampelanzug, kein Spielzeug, kein Babybrei. Moment, so ein Säugling, der kriegt am Anfang bloß Brust. Ja. Soweit ich mich erinnern kann. Ich weiß nicht, wie lange bist denn du gestillt worden? Na ja, schon bis 5, 6. Verwundert zieht Hubert eine Braue hoch. Er öffnet eine Balkontür. Hast du die Tür da offen lassen? Was, wieso ich? Ja, irgendwer muss ja da gewesen sein, weil die ganze Milch ist weg. Okay, wer steigt denn da ein und klaut da abgelaufene Milch? Ich weiß nicht, aber wenn die Anja sagt, dass die schwanger war, dann stimmt es. In einer Schublade findet Staller eine Visitenkarte. Trotzdem kann vielleicht eine zweite Meinung nicht schaden. Hubert liest. Dr. Heider, Frauenarzt. Die Polizisten kommen aus dem Mietshaus und gehen auf ihren Wagen zu. Das sind doch solche Feiglinge. Schau, ein Streifenwagen, da ging es nicht hin. Ja, der hat halt eine natürliche Autorität. Zu meiner Zeit wären schon alle 4 Radl weg gewesen. Sie steigen ein. Staller schnallt sich an. Er startet den Motor und lauscht irritiert. Die Ermittler zucken zusammen. Hubert steigt aus, geht nach hinten und hebt etwas auf. Er kehrt zurück und setzt sich wieder auf den Beifahrersitz. Ein Klassiker, Kartoffel im Auspuff. Er wirft sie übers Dach. In Girwitz SUV. Sie wohnen ja ganz schön weit ab vom Schuss. Das ist doch bestimmt nicht leicht für Sie und Ihre Familie, oder? Weiß. Wissen Sie, wie wir früher den Torf genannt haben? Nee. Schwarzes Gold. Schwarzes Gold. Wir haben gut davon gelebt. Seine Frau, einen Kopf kleiner, sitzt neben ihm. Bis das Torfstechen 1966 verboten wurde von Menschen aus der Stadt, denen die Umgebung wichtiger war als ihre Bewohner. Weiß wirft seiner Frau einen Seitenblick zu. Meine erste Frau hat mich und meinen Sohn 3 Jahre später einfach sitzen lassen. Ach. Ich sage Ihnen, es kommt nicht viel Gutes aus der Stadt. Der SUV fährt durch einen Wald. Am Empfang einer Praxis. Nächste Woche. Die Polizisten treten ein. Wenn du eine Frau wärst, hättest du da lieber eine Frau oder einen Mann, also als Frauenarzt? Zur Arzthelferin. Grüß Gott. Wir suchen den Dr. Heider. Hoppala. Hier ist es. Grüß Gott. Der Arzt der Familie Weiß tritt aus einem Sprechzimmer. Ja, komm jetzt rein. Das Foto von Tina. Ja, sie war eine meiner Patientinnen. Aber von einer Schwangerschaft habe ich nichts gewusst. Sicher? Die Tina Meyer war seit über einem Jahr nicht mehr hier. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, sie hat sich einen anderen Arzt gesucht. Er gibt Hubert das Foto zurück. Entschuldigen Sie meine Neugier, aber wie kommen Sie zu der Annahme mit dem Kind? Ach ja, unsere Pathologin, die ist überzeugt davon. Staller drückt einen Knopf am Behandlungsstuhl. Haben Sie mal in Erwägung gezogen, dass das Kind ungewollt gewesen sein könnte? Was heißt ungewollt? Sie glauben ja gar nicht, wie oft junge Frauen deswegen zu mir kommen. Möglicherweise hat sie es ja nach der erlaubten Frist abtreiben lassen. So, und sowas macht man eher im Ausland. Ja. Oder eine Fehlgeburt. Staller zeigt zu einem Fenster. Was ist denn da passiert? Ach so, da hat jemand die Scheiben eingeschmissen. Eine Patientin? Ehrlich gesagt habe ich die Chancen einer Aufklärung für gering gehalten. Staller schiebt.
die Fußstützen des Behandlungsstuhls zusammen. Sonja folgt dem Ehepaar Weiß zur Eingangstür des Bauernhauses. Zu Helmine. Achtung, Stufe. Ich denke, in unser Haus kommen wir auch ohne Ihre Hilfe. Ja, gut. Dann auf Wiedersehen. Das wünsche ich mir ganz sicher nicht. Energisch schiebt Weiß seine Frau ins Haus. Sonja blickt sich nachdenklich um. Hinter dem oberen Fenster steht die blonde Schwiegertochter mit einem Baby im Arm. Sonja öffnet die Fahrertür des SUV und bemerkt die Frau. Schnell lässt diese die Gardinen zufallen. Sonja steigt ein. Der Streifenwagen fährt auf den Parkplatz des Reviers und stoppt gegenüber vom Eingang vor einer Hecke. Die Polizisten steigen aus. Na, Hansi, da passt überhaupt nichts zusammen. Eine Leiche, die angeblich ein Kind gekriegt hat, das Kind ist weg, Vater gibt's auch keinen. Und wenn der Mörder nicht bloß die Mutter umgebracht hat? Ach, ein Vater auch noch, oder? Nein, das Kind. Sie sehen sich an. Hansi, ich geh nicht mehr ins Moor. Und gehen ins Revier. Mit erleuchteten Scheinwerfern kommt der SUV auf der Allee näher. Hinter ihm der Bauernhof. Sonja lenkt den Wagen neben die Baumstämme und bleibt stehen. Es dämmert. Scheiße, was ist denn jetzt los? Sie greift nach ihrem Handy. Regen prasselt an die Scheibe. Riedel, du so, Riedel! Sonja lässt das Handy sinken. Prüfend blickt sie aus der Frontscheibe nach oben. Sie steigt aus. Die Jacke über den Kopf gezogen, hastet sie zum Bauernhof zurück. Als sie die Eingangstür erreicht, öffnet Weiß Sohn. Ich habe sie vom Fenster aus gesehen. Könnte ich ganz kurz mal Ihr Telefon benutzen? Das Festnetz ist ausgefallen. Die Schwiegertochter kommt dazu. Das passiert manchmal bei schlechtem Wetter. Dein Handy vielleicht? Nein. Wie nein? Die Strahlung ist schädlich fürs Kind. Ah, okay. Gut, dann gehe ich zum nächsten Hof. Sie schon wieder? Sie wollte gerade gehen, Vater. Weiß betritt das Haus. Ja, zum nächsten Hof. Das ist eine ganz schlechte Idee bei dem Wetter. Wir sind ja fast 5 Kilometer. Und der Weg führt durch das Moor. Er hängt eine nasse Jacke auf. Aber Sie haben doch sicherlich ein Auto? Weiß gibt seinem Sohn ein Zeichen. Gut. Okay. Wir wollen es wenigstens warten, bis aufpüttert zum Regnen. Sonja sieht zu Weiß und verengt die Augen. Mürrisch entfernt sich der. Sonja tritt ins Haus. Im Revier stehen die Polizisten ihrem Chef gegenüber. Riedel telefoniert. Sie wollen das Moor nochmal absuchen? Nach einer Kinderleiche? Ja, ich nicht. Das ist die Idee vom Hansi. Ja, zumindest in dem Areal, wo wir die Leichen gefunden haben. Ja, da gibt es ja hochbezahlte Spezialisten. Wärmebildkameras, Hundestaffeln und so weiter. Kann die Sonja nicht erreichen. Sag mal, die hat doch vor einer Stunde schon angerufen, oder? Ja, aber da hat's nur meinen Namen gesagt und dann war's weg. Ja, aber die müsste längst wieder da sein. Ja, wie weit ist es denn zu dem Bauernhof, Was soll da schon groß passiert sein? Entschuldigen Sie, aber da läuft der Mörder frei rum. Was Sie nicht sagen. Ja, selbst wenn es der Weiß nicht war, dann war es einer aus der Familie oder alle miteinander, was weiß ich, ein ganzes Serienkillernest. Ja, Unsinn, jetzt reden Sie doch nicht durch. Ich meine, außerdem weiß ich, unser Freund wird doch zu helfen, oder? Hubert zuckt mit den Schultern. Im Bauernhaus sitzt die junge Familie um den Tisch. Weiß stellt einen Suppentopf ab. Sonja steht daneben und zeigt zu einem gerahmten Foto an der Wand. Sind Sie das mit Ihrem Mann auf dem Bild? Das ist die erste Frau meines Vaters. Meine Mutter. Sonja öffnet den Mund. Sie ist nur Deni. Erzeugerin. Deine Mutter sitzt hier. Helmine senkt den Blick. Weiß hat einen Vollbart und ein starres Auge. Wollen Sie im Stehen essen? Ich muss gar nicht mitessen. Ja, das weiß ich schon. Ich mag das nur nicht, wenn man mir beim Essen zuschaut. Beklommen sieht Sonja zu Helmine. Außerdem ist es eine schöne Abwechslung für meine Schwiegertochter. Die lächelt verkrampft. Okay, danke. Sie könnten das Tischgebet sprechen. Da bin ich ehrlich gesagt gar nicht drin geübt. Sonja setzt sich. Ja, gut. Die Familie faltet die Hände. Der Sohn schielt zur Polizistin.
Herr, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Helmine dreht ihre Tafel um. Darauf steht Amen. Möchten Sie auch mal Kinder haben? Ja, da brauche ich aber erstmal den richtigen Mann dazu. Eine Frau braucht ein geordnetes Leben. Und dazu gehört ein Mann und ein Kind. Naja, also bei mir haben die Männer bisher eher für Chaos gesorgt statt für Ordnung. Weiß schlägt mit den Fäusten auf den Tisch. Helmine hält Sonja die Tafel hin. Sie hat Gift darauf geschrieben. Mit der Rückseite zu Weiß dreht sie sie wieder um. Schmeckt's einer nicht? Sonja sieht zu Helmine. Doch. Mit vorgestreckter Waffe stürmt Staller herein. Hubert folgt ihm. Keiner bewegt sich! Alle blicken erstaunt hoch. Ja, wir wollten bloß unsere... Die Kollegin abholen. Sonja, kommst du? Nebelschwaden hängen über der hügeligen Landschaft. In der Ferne erheben sich die Alpen. Im Moor. Aus einem Wasserloch steigen Luftblasen auf. Das gesamte Polizeiteam steht unter Nadelbäumen. Staller studiert eine Karte. Also, Herrschaften, das ist hier ein Moor. Bitte auf den Wegen bleiben. Ne? Hat viel geregnet die letzten Tage. Der Schlamm ist also dünnflüssig. Da kann durchaus mal was von alleine hochkommen. Also immer schön auch nach Koffern und Taschen Ausschau halten. Ne? Ein totes Baby, falls es existiert, ist nicht besonders groß. Okay, aber wir haben nur 3 Funkgeräte. Dann bilden wir Teams. Sonja reicht Hubert ein Gerät. Staller schnappt sich das andere. Könnte ich vielleicht ausnahmsweise mit der Sonja gehen, weil der Hubsi... Wird auch mal gern alleine gehen. Ach, Hubert, ich sehe doch, dass Ihnen das unangenehm ist, nicht? Wir gehen gemeinsam, ja. Könnte ich dann vielleicht das Funkgerät haben? Also nur für den Fall, dass ich wieder in so ein Wasserloch steige. Ich gehe mit dir. Gerwitz? Was? Gibt Sonja sein Gerät. Sehr schöne Entscheidung, Frau Wirt. Bitte sehr. Ja, Hubert, dann... Die Zweiergruppen entfernen sich in verschiedene Richtungen. Staller schaut ihnen verdutzt nach. Die Hände auf dem Rücken schlendert Hubert neben seinem Chef. Der fuchtelt mit einem Wanderstock. Sie müssen nicht denken, dass mir das hier nichts ausmacht. Ne? Ein totes Baby zu finden, das wäre schon entsetzlich. Aber als Polizeibeamter, da arbeitet man im Team und geht durch dick und dünn. Das ist gut für die Mannschaft und ja, für den Teamgeist. Ne? Ja. Gerwitz trägt seine dunkel getönte Pilotenbrille. Sonja und Riedel stapfen durch kniehohes Heidekraut. Ist doch eigentlich ganz schön hier. Naja, also ich habe auch mal gehört, dass so ein Moor angeblich voller Leichen ist. Quatsch. Ja, ich hab's dir bloß gesagt. Sie kommen zu 2 Holzschildern, die in entgegengesetzte Richtungen zeigen. Riedel liest die Aufschriften. Halten Sie, tun Sie. Wer denken sich solche Namen aus, hä? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Beide drehen den Kopf nach rechts. Sag einmal, das hört sich doch an wie eine Kuh. Die Mooskuh. Was für eine Kuh? Dann nach links. Du, deine Mooskuh ist aber ganz schön agil. Gut, lass uns mal weitergehen. Ja, und wo lang? Du gehst jetzt hier links und ich rechts lang. Und was, dann wir sollen uns trennen? Wir bleiben doch in Sichtkontakt. Komm. Okay. Mit einer Karte marschiert Sonja los. Staller zieht einen Ast aus dem Sumpf und betrachtet ihn. Er sieht hoch und verharrt kurz. Mit offenem Mund geht er weiter. Abrupt dreht er sich nach links. Er wendet sich nach rechts und tritt in eine nasse Stelle. Gibt's doch nicht. Weiß und eine Wandergruppe. Mit diesem Ruf hat die Mooskuh schon unzählige Menschen in ihr feucht-kaltes Grab gelockt. Ihr fauliger Atem, ihre weißen Augen. Jeder weiß doch, dass das der Ruf der Rohrdommel ist. Junge Dame, es gehört sich nicht, einen Erwachsenen zu unterbrechen. Das ist nur ein Reiher. Wer lässt sich schon von einem Vogel ins Moor locken? Ach, hallo? Staller? Jetzt wartet zu mir. Kommt hinzu. Sie schon wieder. Ist da vielleicht zufällig eine Kuh vorbei? Das etwa 8-jährige Mädchen verdreht die Augen. Riedel nähert sich unter Bäumen. Er geht eine Böschung hinab und sackt ein. Das gibt's doch nicht. Riedel, was ist passiert? Steckst du wieder fest? Nein. Sonja bückt sich zu seinen Füßen. Riedel versucht, ein Bein anzuheben. Er stutzt. Sonja richtet sich auf. Beide starren zu Boden.
Girwitz und Hubert lehnen am Streifenwagen. Jetzt haben wir zwei Plastiktüten und einen Schal gefunden. Also ganz ehrlich, ich glaube, das hat keinen Sinn, oder? Ja, vermutlich haben Sie recht. Der gute Wille allein reicht nicht. Ermittlungstechnisch ist das Moor eine Sackgasse. Wir haben was beim Galgensee. Beide drehen sich zum offenen Fenster um. Girwitz legt seinen Wanderstock auf die Kühlerhaube und winkt Hubert, ihm zu folgen. Weiß zu der Gruppe. Haben Sie das gehört? Jeder kennt seinen Ruf. Aber wissen Sie überhaupt, wie ein Kuckuck aussieht? Sein Gefieder ist grau und er ist ungefähr so groß wie eine Taube. Er überwintert in Afrika und ist bekannt für seinen Brutparasitismus. Ein Weibchen legt bis zu 25 Eiern, aber nur eines pro Nest. Und manchmal... Ja, jetzt langt's aber. Sagen Sie mal, können Sie Ihrer Tochter nicht beibringen, dass ein Kind zu schweigen hat, wenn die Erwachsenen sich unterhalten? Moment, das mit dem Kuckuck, das hätte ich jetzt schon gern gehört. Das hier ist eine organisierte Führung. Entweder Sie nehmen ordentlich daran teil und zahlen dafür, oder Sie bleiben der Gruppe fern. Herr Weiß, ich ermittle, wann und wo es mir Spaß macht. Haben wir uns da verstanden? Weiß wendet sich ab. Staller zu dem Mädchen. Außerdem habe ich ja gar kein Geld dabei. Biologie ist mein Hobby. Ja, bei mir ist die Chemie. Wie geht es das genau mit dem Ei? Also, der Kuckuck nimmt ein Ei aus dem Nest des Wirts, manchmal frisst er es auch und dann legt er seines ab. Ins fremde Nest, das ist ja kriminell. Sie gehen der Gruppe nach, am Galgensee. Was gibt's? Ich weiß nicht, ich bin da in irgendwas reingetreten. Zuerst dachte ich, das wäre ein morsches Stück Holz, aber irgendwie... Ja. Was ist das? Das ist so eine Schaufensterpuppe. Entweder hat sich einer einen Scherz erlaubt oder sein Sperrmüll entsorgt. Zieh so meinen Fuß da raus. Das geht nicht. Riedels Fuß steckt in der Bauchhöhle einer Gestalt. Hey, machen wir gemeinsam hier. Hubert, stehen Sie sich da wie ein Ölgötzchen, dann los. Girwitz hält den Arm der Gestalt fest. Er reißt ab. Ach du, ich glaub nicht, dass das ein Schaufensterpuppe ist. Girwitz schleudert ihn weg. In weißem Schutzanzug nähert sich Anja den Kollegen. Riedel folgt ihr mit zwei Spurensicherungskoffern. Danke. Na, Gott sei Dank war es nicht das Kind. Ja. Na, schon interessant, was das Moor mit so einer Leiche ansteht. Hm? Das saure Milieu führt zu einer Weichteilkonservierung. Haut, Gewebe, Haare, Nägel, alles wird gegerbt, während die Knochenstruktur sich auflöst. Oh, und interessant ist auch, was mit den Organen passiert. Danke, Frau Doktor. Also, Sie meinen, die Leiche ist schon ein bisschen älter, hm? Auf jeden Fall, ich habe schon die entsprechenden Experten informiert. Wie Experten? Das heißt, vielleicht sogar antik? Ne? Das weiß ich nicht genau. Neuer Ötzi, das wäre eine Sensation. Staller kommt. Ja, ich wusste gleich, ich halte da was Bedeutendes in den Händen. Sagst du mir, wieso geht denn von euch keiner ans Funkgerät? Staller, hier wird gerade Geschichte geschrieben. Das ist der Funkverkehr doch wohl zweitrangig. Sag mal, als Entdecker von so einer Leiche, nicht? Zu Anja? Ich meine, hat man da nicht irgendwie eine bestimmte Möglichkeit, das abzufangen? Ja, was heißt da zweitrangig? Wenn ich da irgendwo im Moor versunken wäre, dann hättest 500 Jahre deine Ruhe, bevor dir einer die Arme ausreißt und dich ins Museum stellt. Hubert geht. Sag mal, hat die Frau Weiß nicht gestern einen Galgen und ein Quadrat gemalt? Gesundheit, da haben wir jetzt wirklich andere Sorgen. Staller lässt Sonja stehen. Vor dem Revier parkt der SUV. Yazid hält ein Auspuffrohr. Das Fahrzeug ist übrigens wieder in einem Top-Zustand, Herr Polizeirat. Ah, wunderbar. Was war das Problem? Irgendjemand hat in den Auspuff Bauschaum reinblasen. Ist ein Wunder, dass die Sonja überhaupt so weit gekommen ist. Ist das die Rechnung? Der Auspuff geht aufs Haus. Hier ist der Kostenvoranschlag für die Haustür von der Familie Weiß. Girwitz faltet ein Papier auseinander. Also, sind Sie wahnsinnig geworden? Das sollten Sie dem Menschen sagen, der die Tür rausgerissen hat. Die Scharniere sind nämlich alle kaputt. Stella! Zwischen saftig grünen Wiesen nähert sich der Streifenwagen. Upsi, in dem Moor habe ich ein ganz interessantes Gespräch gehabt mit der Biologin. Echt? Stell dir mal vor, das Kind ist gar nicht tot oder verschwunden, sondern hockt einfach bloß in einem anderen Nest. Was? Stichwort Kuckucksei. Und wie kann das sein, dass du ein bisschen zu lange alleine im Moor warst? Ja, im Ernst? Was ist, wenn das Kind auf dem Hof gar nicht von denen zwei Eltern ist? Hansi, so ein Kuckuck ist eine faule Sau. Der legt an die 50 Eier. Hubert stutzt. Ach so. Du meinst, dass die Tote das Kind der Familie Weiß untergejubelt hat? Mhm. Na, dann hätten sie es doch nicht umgebracht. Naja, so ganz ausgereift ist das die Theorie noch nicht, aber
Zumindest heißt es, dass die Miriam Weiß gar nicht schwanger war. Hubert blinzelt und nickt. In der Praxis von Dr. Heider. Ich möchte es nicht enttäuschen, aber ich habe die Miriam Weiß während ihrer gesamten Schwangerschaft begleitet. Da hat sie mir garantiert nichts vormachen können. Und was war bei der Geburt? Eine Hausgeburt. Völlig problemlos. Ich habe das Protokoll von der Hebamme, das kann ich Ihnen gern zeigen. Nein. Das würden wir gern sehen. Wenn Sie so freundlich wären. Heider zu seiner Arzthelferin. Hubert und Staller betreten das Revier. Sonja, ist der Kürbis drin? Beschäftigt. Habt ihr mal kurz Zeit? Ja. Was ist? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Helmine Weiß im Verhörzimmer einen Galgen und eine Truhe gezeichnet hat. Ja, und? Galgensee, Truhensee. Ich meine, wundert ihr euch nicht, woher die den Fundort von der Moorleiche kannte? Wegen dem Schmier da. Vergesst es einfach, dann werde ich jetzt noch mal gucken, was 1969 war. Sonja schaut auf ihren Bildschirm. Mondlandung. In Girwitz Büro. Schlechter Zeitpunkt. Ich habe in 5 Minuten eine Telefonkonferenz und ich muss noch die Fotos für die Zeitung morgen absegnen. Ah, coole Bilder. Schade, dass man den wahren Entdecker so schlecht erkennt. Der wahre Entdecker? Wir sind ein Team. Da gibt es nicht den wahren Entdecker. Ich lasse ja auch nicht raushängen, dass ich die ganze Aktion überhaupt erst angeordnet habe, nicht? Also, was gibt's? Ich würde gerne einen DNA-Test anordnen. Was? Ja, ob die Miriam Weiß überhaupt die Mutter von ihrem Kind ist. Ja, so einen Test macht man doch gewöhnlich, um den Vater festzustellen, nicht die Mutter. Schon mal was von einem Kuckucksei gehört? Staller, ich habe für sowas keine Zeit. Wenn Sie die DNA eines Menschen wollen, dann brauchen Sie seine Zustimmung oder die richterliche Genehmigung und an dementsprechend nicht wahr fundierten Verdacht. Na, dann förmlich anfragen. Da haut doch eine Mutter mit so einem Kuckuckskind sofort ab. Was wir jetzt nicht gebrauchen können, sind negative Schlagzeilen, nicht? Wenn Sie wissen wollen, ob Miriam Weiß die Mutter ist, dann suchen Sie andere Belege. Also. Hubert und Staller gehen. Girwitz betrachtet 2 Fotos von sich neben der Moorleiche im Wald. Im Streifenwagen. Was heißt denn da andere Belege? Nach was soll man da suchen? Ach, was weiß denn ich? Fotos, Umstandskleider, Schwangerschaftsstreifen, ich hab keine Ahnung. Der Blick wandert von einem Kruzifix zwischen 2 Lebensbäumen zum Bauernhaus. Die Ermittler stehen vor dem Eingang. Weiß zieht die schief in den Angeln hängende Haustür auf. Wir haben gehört, der Schreiner hat schon mal Maß genommen. Was wollen denn Sie schon wieder hier? Ein Sohnemann, die Schwiegertochter. Sohn beide. In einem Zimmer sitzt Miriam mit dem Baby auf einem Bett. Miriam? Ihr Mann hält ein Fläschchen. Die Herren von der Polizei haben noch ein paar Fragen. Hubert tritt ein. Oh, Flaschenmilch. Die Brust ist ja besser, sagt man. Ich meine, Muttermilch ist gesünder fürs Kind. Ja, wir sind so einfach unabhängiger. Ich kann da nämlich unsere kleine Anna auch füttern. Gell, Mäuschen? Ja, und? War's das? Ja. Nein, haben Sie Ihre Umstandskleider weggeworfen? Weil manchmal hebt man die auf, falls noch so ein Kind kommt. Also sagen Sie mal, was soll denn dieser Zirkus? Und wo ist denn überhaupt Ihr Kollege, Ihr Partner? Oh, bin schon da. War bloß kurz austreten. Ihre Umstandskleider, haben Sie die noch? Das habe ich schon gefragt, haben Sie. Ja, was ist mit Schwangerschaftsstreifen? Können wir dir mal sehen? Weiß blickt unruhig. Also, irgendwas riecht da komisch. Staller hält die Arme fest verschränkt. Ja, aber die kleine Madame, da. Miriam riecht an Annas Po. Na, sie nicht. In der Stube liest Helmine am Tisch Zeitung. Blick durch das Fenster nach draußen. Dort gehen die Polizisten über den Hof. Du hast echt Nerven, Hansi. Lasst mich stehen wie ein Deppen, stellst absolut saudumme Fragen. Außerdem stinkst du wie ein Irrtes. Unter seiner Jacke zieht Staller eine Windel hervor. Was tust du denn mit der vollgeschissenen Windel? DNA. Das Baby wird da nichts dagegen haben. Hast du die Windel mal angeschaut? Na ja, ein bisschen unappetitlich. Nein, die ist nie und nimmer von einem Baby, die ist viel zu groß. Entschuldigung, wer trocken da im Haus sonst noch so eine Windel? Hubert weicht Stallers Blick aus. Die Ermittler umrunden den Bauernhof. Du bist echt pervers, Hansi. Wieso? Ja, stiehlt der armen Oma die Windel? Entschuldigung, das habe ich doch gar nicht gewusst. Man braucht DNA. Ach, DNA kann man sich woanders besorgen. Von einem Baby in Nuckelflasche. Hubert bemerkt Weiß und seinen Sohn, die eine Tür auf einer Sackkarre transportieren. Er schiebt seinen Kollegen in ein leeres Stallgebäude. Ach du Scheiße, die kommen direkt auf uns zu. Staller wirft die Windel zur Seite. Neben ihm sind Kartons aufgestapelt. Er öffnet einen von ihnen und holt etwas heraus. Schau mal da.
Wo ist denn das schon wieder? Staller hält einen künstlichen Babybauch. Draußen lehnen Vater und Sohn die Tür an ein Geländer. Die Polizisten treten aus dem Gebäude. Wer weiß? Wer? Staller hat sich den Bauch mit BH obendran umgehängt. Was in Herrgottsnamen? Ist das für eine Perversion? So, hat er Ihnen gar nichts erzählt von dem Theater da? Hubert zeigt auf Weiß Sohn. Nee. Ja, dann habt ihr mich und die Helmine die ganze Zeit zum Narren gehalten. Miriam konnte nicht schwanger werden. Und du hättest das doch nie akzeptiert. Halt deine Mund. Jetzt cool bleiben. Hinter Weiß Hansi? Nähert sich Miriam mit Anna auf dem Arm. Sie macht kehrt und rennt davon. Mit wackelndem Babybauch sprintet ihr Staller hinterher. Miriam hastet in den angrenzenden Wald. Weiß und sein Sohn wenden sich ab. Sie bleiben da, alle beide. Herr Weiß, das war aber schon länger geplant mit dem Kind, oder? Der Dr. Heider hat meiner Frau nach der Diagnose angeboten, eine Leihmutter zu organisieren. Wir wissen schon, dass das verboten ist. Miriams Mann nickt. 25.000 Euro hat er verlangt. Dann sind ja eure ganzen Ersparnisse weg. Es war jeden Cent wert. Jedenfalls bis Sie beide aufgetaucht sind. Im Wald. Bleib stehen! Dem armen Baby wird doch ganz schlecht bei der Rennerei. Sie können doch nur nimmer. Staller bleibt stehen, lässt sich auf die Knie fallen. Hilfe! Und reißt die Arme hoch. Miriam dreht sich um. Vermaledeites Moor. Das verstehe ich auch, wie anstrengend es ist, so hochschwanger durch die Gegend zu laufen. Klar, dass man da beinahe das Baby hier ausbrüten lässt. Aber das mit dem Mord, das müsste ich mir erklären. Ich hab niemanden umgebracht. Und mein Mann auch nicht. Wir haben die Leihmutter ja nicht einmal erkannt. Das hat alles der Dr. Heider organisiert. Sie läuft weiter. Bitte! Geben Sie mir wenigstens die Hand. Oder irgendein Arzt. Zögernd kommt Miriam näher. Sie hebt einen langen Stock auf und streckt ihn Staller entgegen. Ihre Füße tasten den Boden ab. Staller entreißt ihr den Stock. Wie haben Sie denn das überhaupt geschafft? Der Boden ist ja... Staller steht auf. Tut mir leid, Frau Weiß. Bitte, nehmen Sie es mal nicht weg. Sie presst ihren Mund an Annas Kopf. Im Revier. Frau Wirt, ich bin dann schon außer Haus. Ich muss mich noch frisch machen für den Termin beim Bürgermeister. Wir haben einiges zu besprechen wegen unserem Leutzi. Wer ist ein Leutzi? Ja, so haben wir doch unsere Moorleiche getauft. Das setzt sich zusammen aus Leutstädtner Moos und Ötzi. Das ist vermarktungstechnisch genial. Ja, okay. Herr Gewitz, haben Sie vielleicht kurz noch einen Augenblick Zeit? Das sind ja die Infos jetzt von der Helmine Weiß. Ach, für so einen Rebus habe ich jetzt keine Zeit. Morgen, Freunde. Morgen. Auf einer Straße gehen die Polizisten auf einen mit rosa Paste beschmierten BMW zu. Aha, das Auto vom Herrn Doktor. Woher wusste denn das? Ja, weil es gestern auf dem Hof von der Familie Weiß gestanden ist. Mit dem Finger Erdbeer. Probiert Staller von der Paste. Das ist ein komischer Zufall. Wieso? Ja, die ganzen anderen Autos, die haben nichts drauf. Hubert zeigt um sich. Da muss ja der bei der Tina Meier vor dem Haus gestanden sein. Genau. In Heiders Praxis marschieren die Ermittler an der Arzthelferin vorbei. Staller schaut zu ihr und legt einen Finger an den Mund. Die Polizisten betreten das Sprechzimmer. So, Herr Dr. Heider, Ihre Leihmüttervermittlung, lohnt sich die eigentlich? Wie bitte? Bei Ihnen als Arzt, da laufen doch die ganzen Formalitäten zusammen. Da ist doch das Protokoll von der Hebamme schnell gefälscht. Ich weiß es nicht, wovon Sie reden. Herr Doktor, wir können auch Ihre ganzen Patientinnen aufmarschieren lassen und schauen, ob die Originalkinder haben. Also uns ist das wurscht. Also gut, gut. Ich habe dem Ehepaar Weiß die Tina Meier als Leihmutter vermittelt. Mei, soll doch nur Gutes tun. Wir wissen übrigens auch, wer die Scheibe kaputt gemacht hat. Tina Meier. Da finden wir mit Sicherheit ein bisschen DNA. Moment, Moment. Also, sie hat mich ein paar Wochen nach der Geburt aufgesucht und hat gemeint, ja, sie hat sich's anders überlegt, sie will das Kind nun doch behalten. Mhm. Mein Gott, sowas kommt vor. Ja, und? Ja, ich habe mich geweigert, ihr den Namen der neuen Eltern zu geben. Wir hatten einen Vertrag. Den nützt Ihnen aber nichts, weil das gar nicht erlaubt ist. Also, nur mal von vorn. Die Tina Meier ist bei Ihnen hier in die Praxis eingebrochen und dann? Nix, sie hat ja nichts gefunden. Daraufhin hat sie mich zu Hause aufgesucht und mir mit der Polizei gedroht. Dann hat er's umgebracht. Ich habe ihr die Adresse gegeben. Ja, logisch.
Dann sind sie gefolgt, haben sie es umgebracht, das Radl weggeschmissen und die Leiche im Moor versenkt. Das ist eine Unterstellung. Dann erklären Sie uns doch einmal das mit der Erdbeerzahncreme. Ja, und dem rosa Klopapier. Das stammt nämlich genau von da, wo Sie bei der Tina Meyer eingebrochen sind und die ganzen Schwangerschaftsutensilien haben verschwinden lassen. Sie gingen es mit. Sie führen den Arzt ab. Riedel, Sie fahren mich hin, zurück, nehme ich ein Taxi. Der Bürgermeister wird dieses Jahrhundertereignis sicherlich bei einem Gläschen feiern wollen. Herr Giewitz? Frau Dierl, ich habe Ihnen doch gesagt, wir haben keine Zeit, ne? Aber ich kann Zeit ersparen. Frau Dr. Licht hat gerade bestätigt, dass in den Haarspitzen und Knochen vom Leutzi Arsen enthalten ist. Arsen? Ja, das ist ja dieses Gift, was endlos nachweisbar ist. Wahnsinn. Ich habe gar nicht gewusst, dass die in der Steinzeit schon Gift benutzt haben. Ja. Haben die auch nicht. Der Fall geht ja nur bis ins Jahr 1969 zurück. 69. Giewitz schaut zu Boden. Dann kann ich mir was vorher sparen, was? Der Streifenwagen hält vor dem Bauernhaus. Helmine, Weiß und sein Sohn stehen am Eingang und sehen ihm entgegen. Die Polizisten steigen aus. Hubert öffnet die Fondtür. Mit Anna im Arm steigt Miriam aus. Ihr Mann eilt ihnen entgegen. Gott sei Dank. Und schließt sie in die Arme. Wie geht's jetzt weiter? Ja, also wie es ausschaut, dürfen Sie die Kleine behalten. Strafrechtlich können wir sowieso nur den Herrn Doktor als Mörder belangen. Einziger Wermutstropfen, den Großpapa von der Anna, den müssen wir mitnehmen. Wie bitte? Ich soll wohl ein Scherz sein. Nein, leider nicht. Dr. Kollegin Wirth haben wir nämlich herausgefunden, dass die zweite Moorleiche kein Neandertaler ist, sondern ihre erste Frau. Also die, die Jana angeblich abgehauen ist. Helmine schreibt auf ihre Tafel. Helmine, was sagst denn du dazu? Sie dreht ihm die Tafel zu. Darauf steht Scheidung. Seien Sie froh, können Sie nochmal von vorne anfangen. Das war Hubert und Staller. Das Haus am Moor von 2015. In weiteren Rollen Paul Sedlmeier als Riedel, Annette Fleischer als Sonja. Fred Stillkraut als Weiß, Michael Förster als sein Sohn, Belis Adam als Helmine. Drehbuch Philipp Kettner, Regie Werner Siebert. Eine Hörfilmproduktion des Bayerischen Rundfunks. Text Diana Urban, Redaktion Bernd Bennecke und Elmar Dosch. Tonmischung Herbert Glaser, Sprecher Florian Schwarz.